Freut euch, Sonntag 11 Uhr gehen wir rein, da geht's endlich los. Nach 9 langen Jahren wird das richtig, richtig schön. Freut euch auf eine ganz tolle Serie, auf die Orca-Serie. Und da arbeiten wir jetzt die nächsten Streams so ein bisschen drauf hin. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Streams viel Orca-Content zu machen, dass wir, ich sag mal, die Wochen der Orcas ausrufen können. Und dann einfach schön viel über Orcas lernen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wie viele Folgen? Jetzt fragt ihr doch schon wieder. Es sind einige. Ihr könnt euch auf einige Sonntage, ich werde eure Sommerlöcher füllen. Ich werde eure Sommer, das Sommerloch des Internets werde ich füllen mit dieser Orca-Serie. Seid euch bewusst, wird gut. Wir haben ordentlich was zu gucken. Und ihr wisst, ich habe Lieblingskanäle, da gehen wir einfach mal rein und jetzt lernen wir alles über Orcas, würde ich sagen. Oh, hab ich da Bock drauf. Es ist sowas, wo ich richtig, richtig Böckchen habe. Was schön wird. Gut, lehnt euch zurück, schnallt euch an. Endlich mal was Schönes. Wir machen heute mal einfach etwas, was Schönes. Die Orca-Wochen sollen was Schönes sein fürs Internet. Und damit fangen wir jetzt an. Let's go. Wir sind wieder bei einem meiner Lieblingskanäle, Real Science, The Insane Biology of the Orca. Gehen wir rein, oder was? Ziehen wir uns rein. Culture, information or behavior shared within a community which is acquired from conspecifics through some form of social learning. Wichtig, die Definition von Kultur, denn jede Orca-Population hat ihre eigene Kultur. Und das finde ich so schön. So wie wir. Und da sind sie auch schon. Ah! Geil. Ich freue mich auf dieses Video. Schön. In every ocean in the world, from coastal shorelines to the tropics to the poles, correct, to the endless deep expanses, live the most widespread creature in the world. Da möchte ich kurz einhaken. Ich werde hoffentlich nicht so viel stoppen, aber Orcas an sich, das werden wir im Rahmen der Orca-Zeit hier auf diesem Kanal noch lernen, wurden früher als eine Hochseespezies betitelt. Das heißt, Meeressäuger, die weit draußen auf dem Meer und in der Tiefsee und so weiter leben, das ist eigentlich Quark, weil Orcas immer entlang der Küste leben und selten richtig weit offshore sind, weil da gibt es wenig zu essen. Die sind da, wo es Nahrung gibt. Und Nahrung gibt es meistens nur an den Küsten. Deswegen sind es eigentlich keine Tiefseelebewesen. Aber gut, weiter geht's. Humans. Through the centuries, it's been given many names. Blackfish, Grampus, Whale Killer. And while the seas are full of creatures vying for their place on the food chain, the orca is unequivocally on top. Their Latin name, Ursinus orca, is... Oh, harter Schreibfehler, ganz andersrum. Orcinus orca. Derived from the name Orcus, god of the underworld and champion of death. Gibt es einen geileren lateinischen Namen als Champion of Death? Also, Leute, wie geil ist das denn, oder was? Der aus dem Totenreich stammt, kann man auch noch sagen. An apt reference to their fierce hunting reputation. They are the ultimate apex predator of the ocean, hunting everything from fish to seals and sea lions to humpback whales and even great white sharks. Aktuell bekannt 146 verschiedene Nahrungsquellen von Fischen über Krill bis hin zum Blauwal, von Haien bis zum Elch, vom Eisbär bis zum Pinguin. Sie fressen einfach alles. Und ich würde nochmal auf den Namen gerne eingehen. Und zwar bedeutet Ursinus Orca, also Walkiller oder Killerwal. Und wurde übrigens im Mittelmeer erfunden, dieser Name, als Fischer oder Menschen das erste Mal Orcas gesehen haben, wie sie einen Wal töten, der ja zu ihrer Hauptnahrungsquelle gehört. Das kann im Mittelmeer alles gewesen sein, vom Zwergwal, also ein Minki, bis hin zum Finnwal. Kann auch ein Blauwal gewesen sein, aber das ist da relativ unwahrscheinlich. Und als sie gesehen haben, wie die Orcas einen Wal killen, daher kommt der Name Killerwal. And it's not just what they hunt, but how they do it that sets them apart from every other animal. In the case of great white sharks, Guadalupe, irgendwann fahre ich da auch mal hin und filme die weißen Haie so. Orcas will chase them down in packs and ram into their sides. Orcas jagen in fast allen Fällen immer im Pack. Also wie Wölfe, müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen werden sie von den Kanadiern auch die Wölfe der Meere genannt. Da gibt es sogar Sagen, dass Orcas im Sommer Orcas sind und im Winter zu Wölfen werden. Das gibt es in einigen Ancient Sagas der nordischen Völker.
dass die Tiere quasi ihre Seelen switchen, je nach Jahreszeit. Finde ich eigentlich irgendwie ganz geil. So diese, sowieso, diese ganze nordische Kultur, Raben, Totempfahl, Orcas, kanadische Bären, das ist, dem kann ich viel abgewinnen. Aber merkt euch, Orcas jagen fast immer im Pack. Ich werde noch ein ganzes Video machen, nur über Jagdmethoden von Orcas. Da werden wir auch einige Einzeljäger sehen, aber das ist was sehr, sehr Spezielles. The blow stuns the shark, allowing the orca to flip the great white over and hold it upside down. Wichtiger Punkt, ne? Tonische Immobilität. Ihr wisst schon, dass man Haie und Rochen, wenn man sie auf den Rücken dreht, schlafen sie ein, beziehungsweise können sich nicht mehr wehren, weil sie in eine Starre verfallen. Das wissen die Orcas auch und nutzen das bei ihren Jagdmethoden. Total geil. Which paralyzes and drowns it. And the orcas don't simply eat the shark either. Was ist denn hier los, Alter? Das ist ein junger weißer Hai. Könnte Südafrika sein? Warum liegt er da rum? They carefully extract and consume just the livers with an almost surgical precision. Da ist ganz oft die Frage, warum essen die nicht das ganze Tier? Ja, weil also Haie haben ja sowieso einen sehr großen Leberanteil, bis weit über 40%, die sogenannten Squalen. Also Haie speichern viel Energie in der Leber und benutzen die auch als Auftriebsorgan. Und das ist das, was die Orcas am liebsten fressen, weil sie einen besonders hohen Energiegehalt hat. Das heißt, das Fleisch ist gar nicht so interessant oder die Eingeweide und der Rest vom Hai. Die Leber ist the shit. Auch beim Rochen, oftmals werden wir auch noch sehen, werden die auseinandergerissen und die fressen tatsächlich nur die Leber. Also mega geil. Great whites are so terrified of orcas that if a shark escapes an encounter with an orca, the shark will immediately flee their hunting ground and stay away for up to a year. Sehr schönes Beispiel dafür. In den letzten 3 Jahren waren sehr häufig Orcas in Südafrika. Südafrika ist ein Mekka für das Tauchen mit weißen Haien. Und teilweise waren wochenlang keine weißen Haie mehr zu sehen, weil die Orcas da waren. Und das war für die weiße Hai-Tauchindustrie ein harter Setback. Also wirklich, die können einem viel versauen, solche Orcas. Ich würde mir lieber die Orcas angucken, aber gut. Packs of Antarctic orcas use the cunning tactic of working together to make waves to wash seals off floating ice. Mega geil. Other groups. Zu dieser wash seals off floating ice, sie kreieren eine Welle, lassen den Seal oder die Robbe vom Eis runterspülen. Was wirklich geil ist, auf der, also müsst ihr euch vorstellen, hier eine Eisscholle, da sitzt eine Robbe drauf. Die Orcas kommen in koordinierter Abfolge nach hier, machen eine Welle, die Robbe vom Eis runterspült und hier hinten sitzt schon ein anderer Orca und schnappt die dann. Manchmal machen sie das auch, dass sie die Robbe nehmen und wieder aufs Eis drauflegen und dann müssen das die Jungtiere machen. Nee, es sind einfach die geilsten. In circles around schools of fish, blowing bubbles while slapping their tails on the water to corral the fish to the surface, where they can be annihilated in mass. They have been seen to coordinate hunts between as many as 50 individuals. Ja, teilweise sogar noch mehr. Also man nennt das dann einen sogenannten Superpod. Und das meiste, was meines Wissens recorded wurde, waren bis zu 800 Tiere, 800 Orcas, die gleichzeitig in Norwegen Heringe gejagt haben, in so riesigen Schwärmen. Das ist schon Wahnsinn. They are constantly innovating new, often terrifying hunting methods. Hunting strategies like this have entranced scientists for years because of their apparent military precision. How are orcas able to communicate and coordinate such complicated concepts? How do they come up with so many new ideas and implement them so effectively? Weil sie fähig sind, genau wie wir, sich in andere Individuen hineinzuversetzen, in die Zukunft zu planen und Dinge strategisch unter Wasser zu besprechen. Also wie geil kann man als Tier sein? Das ist ja das zweitgrößte Raubtier der Erde nach dem Pottwal, aber für mich einfach das Geilste von der Art und Weise, wisst ihr? Und von der Intelligenz und wie sie alles machen. Ihr werdet das jetzt im Rahmen dieser Orca-Zeit hier auf diesem Kanal, werdet ihr so viele geile Sachen über diese Tiere lernen. Es wird einfach der Hammer. Und ihr werdet die am Ende genauso sehr lieben wie ich, das verspreche ich euch. While many of these answers are still being uncovered, research is starting to get inside the minds of orcas, revealing just how powerful the orca collective can be. Ich liebe diesen Kanal, die macht das so geil. Though often called killer whales, orcas are more specifically in the dolphin family, of which it is the largest member. Correct. Today, they are the apex predator of the sea. But their evolutionary story didn't always take place there. 50 million years ago, this land-dwelling, wolf-sized creature called the Pachycetus lived along the edges of a shallow ocean. Muss man sich auch mal vorstellen, ne? Wovon die Wale abstammen, von so einem wolfsähnlichen Raubtier. Oh,
stell dich mal vor, den würde es heute noch geben. Sieht ein bisschen aus wie die Biene, aber gut. Schon viel geil. Es ist halt ein Raubtier. Where it ate fish and other small sea creatures. Over the next 8 million years, some of its lineage slowly ventured more and more to sea, exploiting more ocean resources and trading its legs for flippers. Remnants of today's whales' land-dwelling origins can be found in their front flippers, where there are arm, wrist, and finger bones, and in their vestigial pelvic bone, a bone which serves no purpose today, but is simply a leftover from when they had hind legs. Today, orcas are one of the most recognizable animals in the ocean, with their distinct... Die erkennt tatsächlich, glaube ich, jeder, und das ist auch so ein Punkt. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der Orcas scheiße findet. Die meisten Menschen sagen, oder wenn du jetzt Menschen fragen würdest, welchen Wal oder welchen Delfin wollt ihr beim Whale-Watchen sehen? Die Antwort ist in einem Großteil der Fälle immer Orca oder Killer oder Schwertwal, wie auch immer ihr den nennen wollt. Das ist alles okay, weil es einfach, dieser Ozeanpanda ist einfach der geilste. So. Black and white coloring and immense size. Males can reach over 9 meters long and weigh up to 10 metric tons, about the size and weight of a school bus. And they can propel their huge bodies through the water at a ridiculously fast clip. Na, an orca's body. Hat sie ja gar nicht gesagt. Also, der Orca ist tatsächlich als größter Delfin. Nur mal so für euch, es gibt Waltiere, Cetacea, da gibt es 94 verschiedene Arten. Ein Großteil davon sind Delfinartige, ne? Also es gibt die Bartenwale, sowas wie die großen Blauwale und so weiter. Dann gibt es die Delfinartigen und in der Gruppe der Delfine ist der Orca der größte Delfin. Punkt. Er ist auch ein Zahnwal, weil er Zähne hat. Und als größter Delfin ist er auch der schnellste von allen, ist auch der schnellste aller Waltiere mit 64 km/h unter Wasser. Das muss man sich einfach mal reinziehen. 64 km/h, geht's eigentlich noch? Also das finde ich, boah. Und es ist das powervollste Meerestier, was aktuell existiert. Wir werden noch erfahren, warum. Cylindrical and tapers at each end to form a hydrodynamic shape. This shape, along with the orca's size and strength, makes it the second fastest marine mammal, reaching speeds of up to 35 kilometers. 64 Kilometer. Wer soll denn hier der Schnellste sein? Das ist eine Fehlinformation, soweit ich weiß. Hour. At times, they've been seen leaping 15 feet into the air. Locker. And you would not want to be their target. Their bite force exceeds 131 megapascals. Das müsst ihr mal ausrechnen in Newton oder Kilo. For reference, a great white's bite force is estimated to be only 27.5 megapascals. Acting alone, their size, speed and terrifying... So, das ist auch nochmal so ein Bild, das geht jetzt in so einer Doku einfach unter, ne? Oder ist einfach so mittendrin dabei. Ich habe euch ja gesagt, ne? Fast 150 verschiedene Futterquellen bei Orcas, auch Quallen gehören dazu. Und ich finde das so faszinierend, dass Orcas wirklich so ein wahnsinniges Spektrum an Nahrung haben. Das hat, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, kaum ein anderes Tier, was mir jetzt so einfällt. Ein Bär ist das, ein Wolf ist das, oder ich spreche jetzt mal von Raubtieren, ne? Aber was Orcas alles essen können, ist, ne? Also von Vögeln bis Fischen, von landlebenden Säugetieren bis Quallen, von Krill bis, also von bis, die machen alles platt. Wirklich alles und sind allen Tieren im Ozean völlig überlegen. Jaws would probably be enough to put them at the top of the food chain in the ocean. Ja. But they don't operate alone. Orcas almost always work together in deadly pods. The pod deadly is pods. A family unit based on the maternal group. A typical matriline consists of an older female or matriarch and her male and female descendants. These groups work together in sometimes perfect synchrony, with a precision that is hard for scientists to wrap their heads around. Likely, the basis for this teamwork is a refined and complex form of communication. Und es wäre so geil, wenn wir das verstehen würden. Ne? Das wäre so cool, wenn man noch in meiner Lebenszeit einen Apparat entwickeln würde, dass wir mit denen kommunizieren könnten und verstehen würden, was die so sagen. Ich würde es so gerne wissen. Das wäre der Hammer. We don't know yet exactly what they're saying. But researchers believe that their huge repertoire of sounds, calls, and whistles communicate complex messages to one another. In the 1970s, scientists started to record and analyze the numerous sounds orcas make beneath the waves, in an attempt to gain insight into their mysterious underwater language. First, they heard many clicks, called click trains. These are the sounds the whales use for echolocation,
as they look for food sources and map their underwater environment with sound. To create a click train. Jetzt wird's kompliziert, weil das ist bis heute auch nicht perfekt verstanden, wie das wirklich eigentlich funktioniert, wie Orcas quasi die Töne erzeugen. Das ist nur eine, ich will es nicht sagen Vermutung, aber es ist nicht 100% verstanden. Also wenn wir mal reingehen, okay. Zweitgrößtes Gehirn im Tierreich, denkt dran, Mittelohrknochen ist wichtig, der nasale Sack, die Melone vorne drauf, ganz wichtig ist Ober- und Unterkiefer, Acoustic Window, das ist hier, ne? Ganz, ganz wichtig, weil sie erzeugen Töne, senden sie aus und nehmen sie nicht nur mit ihren Ohren, sondern überwiegend auch mit dem Kiefer wahr, um ihre Umgebung zu sehen. Wale sehen mit ihren Ohren. Das können wir so stehen lassen. Mal gucken. The orca takes a breath, and pressure from streams of air bubbles move up the airway from the lungs. This causes two flaps called the phonic lips to slap together. The clicking vibrations are then transferred to their bulbous forehead, aptly called their melon. The melon is an organ made up of specialized fats that help sound propagate. The clicks are organized into a beam as it travels through the melon. The sound is then emitted outwards as a series of high-frequency clicks and spread through the water like a flashlight beam. Und ich sage euch eins, diese Klicks, die die Orcas aussenden, dieses Krrr, ich kann das nicht nachmachen, aber ich war mit Orcas ja schon einige Male im Wasser. Die gucken dich an, senden diese Klicks aus, um zu prüfen, was du bist, um deinen Herzschlag zu checken, whatever. Und du spürst die im kompletten Körper. Auch bei Pottwalen zum Beispiel hatte ich das schon. Die senden so starke Klicks aus, dass du wirklich das Gefühl hast, wenn sie dich abklickern von oben nach unten, dass sie deine Knochen zum Schwingen bringen. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben, aber so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ein Schall unter Wasser, den du auch hörst, der wie, als ob deine Knochen ganz fein vibrieren. So müsst ihr euch das vorstellen. Each click lasts less than 1 millisecond, with frequencies ranging from 20 to 60 kilohertz, and with levels recorded over 220 decibels. Na, es kommt natürlich darauf an, welcher Frequenz das ist, aber nur mal so als Vergleich, ein startender Düsenjet liegt bei 160 Dezibel oder so. Aber die kommunizieren in einer Frequenz, die unter Wasser besonders weit trägt. Darum geht es ja, dass diese Töne besonders weit zu hören sind, beziehungsweise die Umgebung besonders weit abscannen. Decibels underwater are measured slightly differently than in air, making this seem extreme, but it is still insanely loud. Oh ja. If the sound waves hit an object, some sound waves bounce back to the whale in the form of an echo. Specialized fatty tissues in the jaw area pick up the sound, and auditory nerves conduct it to the middle ear and brain, where it creates a picture of the environment for the orca. Übrigens sehr, sehr, sehr gut erklärt. Also mein Respekt geht wirklich an diese Dame. Hier hat das, glaube ich, jetzt wirklich jeder verstanden, wie es funktioniert, ne? Echolocation allows killer whales to detect fish at distances of up to 500 feet, much further away than they could see in the dark, murky water. Und das ist der wichtigste Punkt, ne? Von der Augenleistung her sind sie etwa so wie wir. Um und bei, das heißt, ist 50 Meter Visibility, Sicht, dann können sie auch noch 50 Meter gucken. Ist das Wasser trüb, so wie an ganz vielen Orten, wo die Orcas leben, sehen die auch nur einen Meter oder so. Ihr müsst euch vorstellen, und wie geil das wäre, wenn man wie eine Fledermaus wäre oder wie ein Orca. Wenn du Töne aussendest, kriegst die zurück und siehst mit deinen Ohren. Und es gibt ja blinde Menschen, soweit ich weiß, ich habe mal eine Doku darüber gesehen, die tatsächlich klicken und gelernt haben, ihre Umgebung damit wahrzunehmen, beziehungsweise um auch Hindernisse zu umgehen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das mal gesehen zu haben. Und das heißt, wir Säugetiere sind zu solchen Sachen fähig, was ich geil finde. They can even differentiate acoustic signatures of different swim bladders of different species of fish, to ensure they get their favorite kind. Killer whales in the North Pacific, for example, prefer to eat almost exclusively Chinook salmon. Oh, das wird noch eine Rolle spielen Ende des Jahres, sage ich euch. Whose range exceeds 15,000 square miles. This huge area is occupied by hundreds of other species of fish, including 5 other species of salmon, whose populations are often far more abundant. Aber den hier könnt ihr euch schon mal merken, der wird in der Mission Erde Community noch eine Rolle spielen. Mehr kann ich noch nicht verraten. Than the Chinook salmon. But yet, the orcas can pinpoint and hunt down just the fish they want. Their echolocation is astoundingly precise. Next, researchers focused in on a different sound the orcas were making. Whistles. Whistles are high-pitched, show a high degree of directionality, and are highly modulated,
and as a result, they don't carry far underwater. Whistles are narrow-band tones with no or few harmonic components, at frequencies typically between 1.5 and 18 kHz, and durations up to 12 seconds. They can even extend into the ultrasonic range, with frequencies ranging up to 75 kHz in some populations. And because they don't... Ganz wichtiger Punkt, der auch so leicht übergangen ist, in some populations. Jede Orca-Population, und davon gibt es einige auf der Welt, wir reden von zum Beispiel japanischen Orcas, antarktischen, neuseeländischen, australischen, norwegischen, gibraltarischen Orcas, also ganz verschiedene Populationen, die auch nichts mehr miteinander zu tun haben, sich nicht verpaaren. All diese Orcas sprechen eine verschiedene Sprache, machen verschiedene Töne und können sogar teilweise miteinander nicht kommunizieren. Behalte das immer im Hinterkopf, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man Orcas aus verschiedenen Regionen der Erde zusammen in ein Becken sperrt. Sie können nicht miteinander reden. Travel far in water. Scientists realized that these are the sounds the whales make when they want to have close range, private communication with their podmates, which likely helps them coordinate certain attacks in relative secrecy. And then there are the orca calls, as loud as jet engines, that echo over many miles in the ocean. Und wenn man das hört, oh, da geht mir das Herz auf. So geil, ey. Wenn du diesen Sound schon hörst unter Wasser. Calls are the most common vocalization of killer whales. They show sudden and pattern shifts in frequency, based on the pulse repetition rate, which is usually between 0.25 and 2 kHz. And what's surprising is that these vocalizations are not genetically predetermined. They are learned. When a calf is born, its first vocalizations are loud, high-pitched screams that bear no resemblance to the adult's calls. But eventually, calves learn which calls to make and under what circumstances. Und die haben auch Namen für sich, ne? Also die sprechen auch direkt wirklich Individuen an. Die lernen neue Namen dazu, die können über 100 verschiedene Individuen ansprechen. Och, die Frage ist, ob sie dann auch in Gefangenschaft zum Beispiel eine Sprache von einem anderen Orca erlernen können. Weiß ich nicht. Finde ich aber spannend. Scientists, however, have not yet learned the exact meaning of the orca language, but know that it's important for coordinating hunts. When orcas are working together during a herring hunt, for example, the sound underwater is off the charts. There are clicks, whistles, calls, sometimes with harmonic tones and tons of undulation. Da finde ich eine spannende Information. Also erstmal das, was wir hier sehen, findet jedes Jahr in Norwegen statt, zwischen November und März, wenn die nordischen Orcas zusammenkommen, um die großen Heringsschwärme in den norwegischen Fjorden zu jagen. Spannend dabei, fischfressende Orcas kommunizieren die ganze Zeit miteinander und klicken, 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 weil den Fischen ist es ja Wumpe, die verstehen das sowieso nicht. Marine Mammal fressende Orcas, also Meeressäuger fressende Orcas, die sind... Die müssen sich vorher ausmachen, wie gejagt wird. Dann scheucht eine Gruppe Orcas zum Beispiel eine Gruppe Delfine und ein anderer Orca wartet hier vorne und die scheuchen sie dem direkt ins Maul. Die dürfen nicht miteinander kommunizieren, weil dann wüssten die Delfine, was los ist. Ist das nicht geil oder was? Ist das nicht geil? Because of its learned nature and complexity, scientists believe that there is potential for communication of complex specific information in calls. Definitiv. A true language being spoken. Researchers are processing hundreds of hours of audio data from tagged animals in an attempt to correlate the sounds to certain behaviors, to understand how exactly they communicate their hunts. Using artificial intelligence, scientists hope to one day be able to literally translate whale language into ours, perhaps even allowing us to converse with another species. Recently, an AI was developed that can translate one human language to another without help from a Rosetta Stone or key. Wow. Taking this once. Und stellt euch mal vor, dann würde man dieses Device in einen Betonpool halten, wo man Orcas seit über 40 Jahren gefangen hält. Und dann dürfte der Orca mal was zu uns sagen. Boah, wäre das krass. Wäre ich da gerne dabei. Ihr wisst, was ich meine, gell? Up further to decipher whale language may not be that far-fetched. Researchers are already working on training their AI to identify call types, find possible subunits, and detect recurring communication patterns. Cool, ey. This, correlated with observed behavioral patterns, may one day decode the orca's language. But beyond giving hunting signals, orca language serves another purpose. Language is the basis for every orcapod's group identity. An identity so solid that orcapods, in a sense,
have cultures as rich and varied as our own. And it is this culture, this group identity, that sets them apart as the most effective predators in the ocean. Ja, und nicht nur, dass sie eigene Kultur haben, was sie mit uns quasi nicht nur verbindet oder mit uns gleichsetzt, das ist das, was wir bisher über die wissen. Was wir alles noch nicht wissen, das ist auch wieder spannend. Though many pods of orca often live in close proximity to each other, they can lead wildly different lives. A type of pod called resident pods live in relatively predictable locations, largely around coastlines, such as the well-studied northern and southern residents off the coast of British Columbia. Und die kenne ich beide Populationen, ich kenne da viele Tiere, ich kenne die Wissenschaftler dort und es ist wirklich, das ist mit die meist und beststudierteste Gruppe von Orcas und von einer Gruppe gibt es sogar nur noch weniger als 80 Individuen. Also es ist, das was ich vorhin gesagt habe, die sind alle sehr zersplittert auf der ganzen Welt. Es gibt insgesamt auf der Welt etwa 50.000 Orcas, insgesamt weltweit. Und dann, ne, habt ihr jetzt von mir schon gehört, hier 80, in Neuseeland 184, in Norwegen 1600, in der Straße von Gibraltar 50 und so weiter. Also die sind alle sehr, sehr zersplittert. Der Orca an sich weiß man nicht, ob er bedroht ist. Data deficient, das heißt, es gibt keine Assessments insgesamt, wie viel es davon nun wirklich gibt. Das ist nur Schätzung. Aber wenn ihr dann wisst, davon gibt es 80 Tiere nur noch oder weniger, sind glaube ich sogar nur noch 69, ist das eine critically endangered, also kurz vor dem Aussterben. Da reicht ja eine Ölkatastrophe, weil die sind in ihrer Range um BC auch wirklich extrem stark beschränkt. Das heißt, eine Ölkatastrophe an diesem Platz, so wie damals die Exxon Valdez hier oben in Alaska, als der Öltanker leckgeschlagen ist, kann eine komplette Orca-Population, und das darf man nicht vergessen, vernichten. Ist auch krass, ne? These are the most common types of orca. And many pods of resident orcas can live near each other. Not exactly living and working together, but on occasion interacting. Auch wichtig, genau, die Southern und Northern Residents, die treffen sich auch manchmal, interagieren aber kaum miteinander, haben eine andere Sprache, haben sogar ein ganz leicht anderes Aussehen, fressen unterschiedliche Sachen und beherbergen doch ein und dasselbe Habitat. Und die einen spezialisieren sich eher auf Meeressäuger, die anderen eher auf Lachse. Das ist schon verrückt. These pods typically have an average of 14 members, but up to as many as 50, and they typically hunt fish. But then there's another type of orca, called transient orcas, that are far more rare. Also die etwas weiter draußen leben und immer nur vorbeikommen, ne? These elusive and mysterious whales occur sporadically in unpredictable locations, often staying submerged for much longer than residents, hugging the shore but staying out of sight. These renegade orcas travel huge distances renegade over their lives, with some pods of transients known to travel between Alaska and California. Transient pods are much smaller, averaging around 3 members, and they typically hunt marine mammals like sea lions. Transient orcas do not interact with resident orcas. It was clear. Und nur mal so, das ist tatsächlich der falsche Orca dafür, und es war auch gerade die falsche Umgebung, wir waren gerade in Norwegen. Die Orcas, Residents, Transients, ob jetzt Type A, B, C, D, 1, 2, es gibt ganz, ganz verschiedene Orca-Typen, sehen auch alle unterschiedlich aus. Das werdet ihr sehen im Laufe, wenn ihr euch jetzt mit den Orcas beschäftigt, werdet ihr feststellen, warte mal, ganz kurz, aha, kürzere Schnauze, der Kopf ist etwas hochrückiger, sage ich mal. Der sogenannte Augenfleck, das ist der hier, der ist kleiner oder gelber. Der Sattelfleck ist kaum vorhanden oder kaum sichtbar. Also die Farbe variiert zwischen dunklem Schwarz bis hin zu richtig gelb und so. Also man kann schon die einzelnen Orca-Typen, wenn man ein Kenner ist, am Ende sehr, sehr gut auseinanderhalten. Aber das Wichtige ist erstmal, dass ihr auch lernt, das hier ist ein Mädchen. Ganz easy, ne? Kleine Flipper, gerade Schwanzflosse. Schöne Haifischflosse hier, sehr geil. Beim Männchen wären jetzt hier riesige Flipper. Die Schwanzflosse wäre hier noch nach unten gebogen und wir hätten hier drauf schon eine größer werdende Riesenmonsterflosse, die bis zu 2 Meter hoch werden kann. Das ist erstmal die einfachste Unterscheidung zwischen Weibchen und Männchen. Und dann am Ende, wenn wir mit unserer Orca-Serie fertig sind, dann könnt ihr die auch alle nach Type A, 1, B, C und so weiter unterscheiden. Dann wisst ihr alles über Orcas. To researchers from the beginning, that orcas opt to live in these groups. But just how distinct these pods were from one another wasn't revealed until the 1980s, when researchers, for the first time,
began to listen more closely to the different orca conversations happening under the waves. And what they found was that each pod has its own collection of calls, referred to as their very own dialect. One group of resident orcas, for example, relied on calls that began with a low pulse rate burst, followed by a simultaneous narrowband tone, which begins at a frequency of 3 to 5 kilohertz and then increases to over 8 kilohertz. Another group of resident orcas uses a different type of call altogether, a low frequency, gradually rising tone, followed by a lower pitch pulse, which is then followed by a sudden shift to a high frequency tone and ending with another low-pitched burst. Resident orcas can have dozens of identifiable calls like this. Das ist ein richtig schönes, dickes, fettes Männchen. Supergeil. Each completely unique to their specific pod. Weibchen. And the difference in calls between resident and transient orcas, even in the same area, gets even bigger. Transient whales, overall, are very quiet compared to the residents. Weil? When they are foraging, they're usually... Ja, es ist leider, hier ist eine kleine wissenschaftliche Ungenauigkeit. Das sind nicht die Transients, also das hier ist eine Gruppe, sogar dieses eine Exemplar kenne ich sogar persönlich, von nur 14 Orcas, über die wir auch noch sprechen werden. Und da sind 11, die diese Jagdtechnik anwenden. Das ist leider an einem völlig anderen Ort, der Peninsula Valdez. Findet immer im März statt, über die werden wir noch sprechen. Das sind nicht die Transients, so fangen die tatsächlich keine Seelöwen oder Seehunde oder Kegelrobben, fressen sie auch. Das hier sind südliche Seelöwen, also kleine Ungenauigkeit, aber Leute, beim Orca werdet ihr schon feststellen, da bin ich Korinthenkacker. Da müssen wir einfach auf die Richtigkeit Wert legen. Completely silent, not even using echolocation, which is heard in abundance in resident pods. But all transient orcas studied in the Pacific Northwest shared one type of distinct call, usually used while foraging, and even then they did so rarely. A long, quiet, low-frequency call. The different orca dialects often go unchanged within a pod. Baby! Schön schnell. For decades. Und sogar noch mit Fetal-Falls, also ganz leicht. Ah, das könnt ihr nicht gut sehen, ne? Hat man hier noch Kleinstfalten? That they're likely an essential way to maintain group identity. Boah. And this group identity is the key to their unrivaled success. A cultural species behaves differently than a species where everything is determined genetically. With each orca dialect comes a suite of wildly varied behaviors from group to group, each with particular traditions that allow them to carve out a specialized niche, hunting a particular target, with a sophisticated, sometimes terrifying strategy. The killer whales off the coast of Argentina have perhaps the most startling tradition of all. Ja. It was first observed in 1985, and scientists could almost not believe what they were seeing. Und Leute, ich sage, als ich das allererste Mal gesehen habe, im Fernsehen, in einer National Geographic Dokumentation, wie in Argentinien die Orcas an Land springen, sich also aktiv beachen, um junge Seelöwenbabys zu greifen. Da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Das war so unfassbar. Und dann das erste Mal live da zu sein und das live zu sehen, unbeschreiblich. Und wie gesagt, es ist eine Gruppe von nur 14 Orcas weltweit, die argentinischen Orcas, dort an dieser Stelle und nur 11 jagen. Der erfolgreichste war ein Männchen namens Mel. Also das, diese Individuen, die ihr da seht, die kenne ich sogar persönlich. Die habe ich persönlich schon gesehen. So ein geiles Gefühl. When the tide is high and the sea is calm, the orcas snag sea lions directly from the shore by intentionally beaching themselves. So krass. Und guckt mal, das sind so jetzt Sachen, da müsst ihr jetzt eine Awareness für entwickeln, dass ihr immer guckt, wie machen Orcas sowas auch, ne? Also ihr habt jetzt gesehen, ein großes Weibchen ist hier, zack, an den Strand, hat sich ein Seelöwen gegriffen. Aber achtet auch, was die anderen machen. Hier haben wir ein mittelaltes Weibchen und hier haben wir das Baby, was sich das Ganze anguckt, auch in einer, ich will es nicht sagen Todeszone, aber in einer gefährlichen Zone, wo es auch beachen kann. Allerdings ist der Strand, den ihr hier seht, und ich saß schon ungefähr hier, das kann ich so genau sagen, weil sie es nur an diesem einen Strand machen, beziehungsweise noch an zwei kleineren weiteren, aber das ist der große Strand. Und man sitzt etwa 15 Meter von der Wasserlinie entfernt. Der ist sehr steil abfallend. Das heißt, die machen das auch besonders gerne bei den Spring- und Niptiden. Das heißt, wenn es einen hohen Wasserstand gibt
und sie da die beste Möglichkeit haben, an den Strand zu hüpfen. Ah, es ist einfach geil. Like a terrifying tsunami. The orca surfs on an advancing wave until it's close enough to grab the unsuspecting sea lion from the tumultuous surf zone. Sea lions are notoriously clumsy on land and during the transition from swimming to walking in shallow and turbulent water. Und guck mal, der Orca liegt da am Strand, ist die längste Strandung, die mir bekannt ist. Von den Orca-Leuten von vor Ort war über 20 Minuten. Kam der Orca, konnte der sich nicht mehr zurückwickeln, weil zu weit am Land. Und wir sehen hier sehr schön nur die Mädels jagen. Es gab nur einen Menschen, was gejagt hat bisher. Und ganz oft entkommen diese Robben aber auch. Also so, weiß ich nicht, die Attacken, die ich gesehen habe, ich habe vielleicht so, kann ich schwer schätzen, irgendwas zwischen 30 und 50 Attacken gesehen. Und da hatten die vielleicht so 40, 50%. Ganz oft rammeln die weg und schreien fürchterlich und sitzen 5 Minuten später wieder mit dem Rücken zum Wasser, wo ich denke, oh, meine Güte. So by the time they notice death itself approaching, it's usually too late to get away. Das ist Menschen gewesen. Wisst ihr, woran man das erkennt? Den Mel? Achtung. It's usually too late to get away. Der hatte auf beiden Seiten leider dann so eine Entzündung am Kiefer. Daran hat man ihn immer gut erkannt und er war dann auch mal 3 Jahre weg. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt und überhaupt noch da ist. Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich habe mich lange nicht mehr mit der Gruppe Orcas beschäftigt. Aber ihr seht eindeutig, das ist ein dickes, fettes Männchen. Ihr seht die große Flosse und ihr seht leider diese Entzündung auf beiden Seiten. Aber daran konnte man den immer sehr gut erkennen. Once grounded, the whale arches its body with its head and tail lifted and rocks sideways. This motion orients it parallel to the beach and a subsequent wave helps to lift it off the bottom. Ey, und ihr müsst euch überlegen, das Vieh wiegt 6 Tonnen, ne? Und beacht da einfach mal. Das ist wahnsinnig gefährlich, aber auch so eine wahnsinnig geile Jagdtechnik. Und dann das Seelöwenbaby mitzunehmen und was dann passiert. Ich weiß nicht, ob sie es noch erwähnt. The whale can then swim back into deeper water, carrying the prey in its mouth, where it will eat it or share it with its pod. Ganz wichtige Information. Wie Wölfe und wie andere Gruppenjagdtiere auch, wird dann nicht irgendwie alleine gefressen und der Stärkste zuerst, sondern es wird geteilt. Immer die Schwächsten fressen zuerst. Das finde ich bei Orcas auch sehr, sehr spannend. Und es wird immer geteilt. Also es kommt niemand in der Gruppe zu kurz. Und übrigens auch bei dem Seelöwenbaby wird ganz oft nur die Leber gefressen. Ihr müsst euch das vorstellen, als ob da eine lebendige Pralinenschachtel am Ufer sitzt. Das ist, und sich die Praline rausholen, was die Leber ist. Und vorher manchmal noch das sogenannte Papptennis spielen, das heißt Seelöwenbaby gegriffen und losgelassen draußen und dann. Und teilweise habe ich das schon gesehen über 50 locker, vielleicht auch mehr Meter und über, ach weiß ich, 15 Meter in die Höhe sind die Paps da durch die Luft geflogen. Und auf der anderen Seite ist wieder ein Orca, nimmt das an. Also ja, mit hoher Intelligenz kommt auch eine hohe Brutalität. This intentional beaching technique is a tricky maneuver. It's not easy for the orcas to synchronize their movements with the waves coming in and then back out. And if they miscalculate, they risk getting actually stuck. Boah, also das sieht aus wie eine Aufnahme von mir. Ich habe exakt dasselbe gefilmt und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man sitzt im sogenannten Attack Channel. Also das heißt, das ist ein besonderer Strand in der Peninsula Valdez, in Punta Norte. Immer nur im März machen die das, vielleicht noch Anfang April. Eigentlich 4 Wochen ist Peak Season. Ich war da früher mit Studenten zum Orca Camp und so weiter und hab den Leuten das alles erklärt und gezeigt. Da steht man etwa, weiß ich nicht, 50, 60 Meter weit weg. Und wenn man ein Professional Photographer oder Filmmaker ist, ich saß damals da mit National Geographic und BBC Teams in diesem Attack Channel, seht ihr, von wo das gefilmt ist, ne? Vielleicht 15 Meter vom Strand ist man im Kies eingegraben vor so einem Kieswall, glotzt auf die Robben, die so 7 Meter vor einem sind und dann nochmal 5 Meter weiter passiert die Action der Orcas. Das war mit das Krasseste, was ich je gemacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich die Videos im Rahmen dieser Orca-Serie nochmal raussuche. Das ist wirklich. Which can prove to be deadly. There are 30 orcas that live along this stretch of coastline, but only 13 orcas have mastered the stranding technique. Ich kenne nur 14 und 11. Also 30 weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Müsste man nochmal auf der Seite der Punta Norte gucken. Ich weiß aber, dass nur zu meiner Zeit, als ich da war, weiß ich nicht mehr, bestimmt auch schon 8, 9 Jahre her, waren es nur 11 Tiere, die gejagt haben. Aber die Gruppengröße kann sich natürlich vergrößert haben. Das kann auch sein. Neueste Informationen kriegen wir offensichtlich hier. To get to this level of mastery, they have gone through years of rigorous teaching and training. Das ist wie gesagt das Wichtige, ne? Die Mütter nehmen immer ihre Babys mit
und zeigen denen das. Manchmal, auch wenn gar keine Robben da sind, bringen sie die Babys quasi an den Strand und zwingen die zu beachen, also sich selbst stranden zu lassen. Und man hat das hier gesehen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil es so spannend ist, so ein spannendes Thema. Dieser Strandabschnitt, wo die das machen, ist wirklich nur dieser eine, dann noch ein ganz kleiner weiterer und ein ganz kleiner weiterer, wo auch hier tieferes Wasser ist, also der sogenannte Attack Channel, wo das überhaupt stattfinden kann. Nur an diesem einen Fleck, nur diese eine Familie auf der Erde. Ist krass, oder? Nur die lassen sich stranden. Es gibt dann noch eine weitere Orca-Familie auf einer französischen subantarktischen Insel, die etwas Ähnliches macht, aber dazu kommen wir vielleicht später. History. They have gone through years of rigorous teaching and training. Young orcas can be seen with older adults practicing again and again, geil. Beaching themselves repeatedly, but not yet trying to catch any prey. Sometimes the older orca introduces a prop, like seaweed, to enrich the training. It's always females who teach the young orcas, and they do so with remarkable care. Ist das nicht krass? Es ist so geil. Also dieser Part von den Orcas, den finde ich so unfassbar cool, ey. Patience. Some young whales never make it through the training. The feeling of Die Schisser. Going aground and the feeling of their entire body weight out of the water freaks them out enough to never try again. Und auch da, ich finde, bei Orcas wird das extrem deutlich, wie bei fast allen anderen Tieren, auch bei einem Hering jetzt nicht so unbedingt, aber dass die einzelnen Individuen innerhalb einer Familie, ob das jetzt Schimpansen, Berggorillas oder so, das ist irgendwie klar. Und bei Orcas, oder bei Delfinen, finde ich, ist es nicht so klar. Aber dass die auch super unterschiedlich sind. Schisser, super krasse nach vorne Geher, mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein, aber so richtige Draufgänger, Renegade Orcas, so ungefähr, ne? Das ist der Hammer. Only a few ever get the hang of it. The young orca's first attempt to catch live seals might not happen for years. And when it does, they still need the assistance of an adult to return to the water with their prey. This shows that learning hunting technique. Und hier seht ihr eine kleine Seele, ein Baby. Da muss man immer daran denken, ja, da hat jetzt eine Mutter am Strand ihr Baby verloren, aber hier werden riesige, schöne T-Rex bezahnte, andere schöne, wunderschöne Babys damit gefüttert. So. Die Natur ist grausam, aber sie ist auch sehr schön. Needs a high degree of skill. Ey, haben die zwei oder was? And requires high parental investment to reduce the. Krass, die haben zwei. Das habe ich aber noch nie gesehen. Sie hat hier eine, die große Mama. Und hier semi-adult female, auch eine. Associated risk. And though difficult, time-consuming and dangerous, social transfer of skills like this through apprenticeship is one of the key reasons orcas are so highly adaptable. And thus such formidable predators throughout the. Oh Mann, mit heutigen Kameras da nochmal sitzen, das würde ich wirklich gerne nochmal machen. Mit der heutigen Kameratechnik. Ey, Drohne, Slow Motion. Oh, damals habe ich das alles gemacht mit einer 5D Mark II. Wer sich damit auskennt, der weiß, dass das nichts war für super ultraschnelle Action. Entire world. The culture in groups of orcas is so profound that scientists even believe that orcas are the only non-human organism whose evolution is driven by it. Ja, das glaube ich auch. Also das würde ich so unterschreiben. Ganz, ganz wesentlicher Punkt über Orcas. Lest euch das durch. Nicht menschlicher Organismus, dessen Evolution von ihnen angeregt wird. 100% würde ich so unterschreiben. Kenne ich kein anderes Lebewesen. Und ich habe alle Menschenaffen schon besucht, bis auf eine Art. Ja. Just as some humans have evolved to tolerate lactose, for example, as cow milk became increasingly introduced to our diets, orcas too are evolving due to their choices and traditions. Transient orcas are even so distinct from resident orcas that scientists believe it's a matter of time until they become their own species. Not because geography separated them, but because culture did. Auch ein wichtiger Punkt, Orcinus orca. Der Orca ist auch noch eine Art. Es gibt nur ganz, ganz viele verschiedene Subpopulationen, Unterarten und so weiter. Aber der Orca an sich ist noch eine Art, die sich auch miteinander verpaaren könnten. Das ist die Regel in der Biologie. Und Lebens- und wiederum nachkommenszeugungsfähige Jungtiere produzieren würden. Also das würde gehen. But there's one more key ingredient, without which none of the Orca's complex culture would be possible. The orca's giant brain and incredible intelligence. Oh ja. Ja, oh, schön, dass er das geschrieben hat. Das finde ich richtig, richtig gut. Denn nicht nur die Intelligenz an sich, sondern auch das, was bei Menschen in den letzten Jahren immer mehr im Kommen ist, was untersucht wird, die soziale Intelligenz. Ne?
die Unterscheidung zwischen normaler Intelligenz, was du alles weißt, wie gut du in Mathe bist, IQ-Test und so weiter, und dann die soziale Intelligenz. Das finde ich, da kriege ich Gänsehaut. Diese Unterscheidung ist so geil. Achtung, reingehen. Orcas have the second biggest brain in the animal nach dem Pottwal. After sperm whales. Sperm whales um und bei maximal 10 Kilo. It weighs in at a whopping 5.4 to 6.8 kilograms. Aber warte mal, ich gehe mal kurz runter. So, ihr seht hier schon auch die Art und Weise der Anordnung, die Fältelung und so. Ich hoffe, das erzählt sie alles. Wird geil. But exactly how brain size translates to intelligence is not straightforward. Scientists have found that while absolute size is important, ja, its size relative to the body is more so. Ja, und der Aufbau des Gehirns, die Fältelung und welche Areale tatsächlich welche Bedienelemente kontrollieren. The larger the brain is relative to the body, the more brain weight might be available for more complex cognitive tasks. One measure, called the encephalization quotient, or EQ, tries to measure this ratio and is used to convey how small or large a species' brain is compared to other species with a similar body size. And orcas are near the top of the list. Humans have the largest, with an EQ of about 7. Bottlenose dolphins are next, with an EQ of around 4. And next are the orcas, at about 2.5. Ich gehe nochmal runter, dass ihr das sehen könnt. 7, 2.5. Aber das spielt keine Rolle. But beyond this impressive brain-to-body ratio, compared to other mammalian brains, the orca brain is, in many respects, highly unusual, because it has extremely pronounced wrinkling. Richtig. And folding in the cerebral cortex. Ja. This wrinkling is called gyrification. Gyrification increases the amount of total cortical nerve tissue that processes information, making brains with more wrinkles and folds able to handle more data and process it faster. Ganz einfach gesagt, weil dann mehr Platz ist, ne? Also diese Oberflächenvergrößerung liefert mehr Platz für mehr Zellen, die nachdenken können. Ganz einfach. Ist bei euch auch so. Cetaceans, the toothed whales and dolphins, have significantly higher gyrification compared to land mammals. Ja. The gyroencephaly index for humans is 2.2. For bottlenose dolphins, it's 5.6. And for orcas, it's 5.7. The most gyrified brain in the world. Fragen? Yet perhaps the most fascinating structure in an orca's brain is its extremely developed insular cortex. The insula is involved in consciousness and the regulation of emotions. Das müssen wir uns mal durchstellen. Involved in consciousness and regulation of emotions like compassion, empathy, interpersonal experience and self-awareness. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Orcas wissen von sich selbst. Sie haben ein Selbstbewusstsein. Sie wissen, wer sie sind. Also das könnt ihr ganz einfach mit dem Spiegeltest machen. Das macht man, hat man mit Vögeln gemacht und so weiter. Ne? Roter Punkt auf die Stirn, Spiegel davor, gucken. Aha, das bin ich. Versuchen, das wegzumachen. Sie sind also self-aware. So nennt man das. Ich hoffe, dass sie gleich noch was zu den Spindelzellen sagt. Mal gucken. Compassion, empathy, interpersonal experience and self-awareness. This means the orca may be emotionally intelligent in the same way we are. Ich glaube, dass sie intelligenter sind als wir. Emotional. Denn sie besitzen ja die Spindelzellen, die für Emotionen zuständig sind im Gehirn. Also Spindelzellen, weil sie spindelförmig aufgebaut sind. Und Orcas haben im Verhältnis zu Menschen etwa 4-mal so viel bezogen auf das Körpergewicht. Das heißt, ich glaube, wie einige andere Wissenschaftler auch, dass Orcas deutlich emotional intelligenter sind als Menschen, eine deutlich engere Bindung zum Beispiel an ihre Kälber haben oder an ihre Familienmitglieder, deutlich tiefer empfinden, mehr trauern. Und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, so eine ultra enge Bindung aneinander zu haben, weil nur dann sind sie erfolgreich, nur dann bleiben sie zusammen, nur dann sind sie halt die, die sie sind, nämlich die erfolgreichsten Jäger da draußen im Meer. Das macht sie dazu, auch diese emotionale Intelligenz und dieses Füreinander-Dasein, dieses niemals alleine lassen, dieses alles füreinander tun, die Schwächsten fressen zuerst. Es gibt Orcas mit Behinderungen, die nicht alleine gelassen werden, die einfach mit durchgezogen werden. Ihr werdet so viele schöne Sachen über die Orcas lernen. Ihr liebt sie doch jetzt schon, oder was? Aware of the feelings of others and oder aware was? Of its own existence. Und aware of the feelings of others. Die wissen also auch, ich guck mal, ob wir dieses Video im Rahmen der Orca-Wochen uns anschauen. Es gibt ein Video, wo ein Orca in Gefangenschaft einen Hering aufspart, den er zu fressen bekommt jeden Tag, unten hinlegt und später benutzt, holt er den wieder und legt den hin, damit er Reiher anlockt,
Und er hält genau diese Distanz, dass der Reiher keine Angst hat. Der Reiher schnappt sich den Fisch und der Orca schnappt sich den Reiher. Und dieses, ich plane etwas in der Zukunft, versetze mich in ein anderes Lebewesen, was Angst haben könnte, wie Jesus, das macht diese Viecher so unfassbar erfolgreich. And this may be the ultimate measure of consciousness in the animal kingdom. Ja. In 2001, researchers put orcas to the test. A test to gauge if orcas do indeed have a sense of self. By determining whether they can recognize their own reflection in a mirror as an image of itself. This was done surreptitiously by marking the black part of its rostrum with white ointment and the white part with a dark green ointment. Ihr wisst doch bestimmt schon, welche Tiere das noch können. Das könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben. Bin ich mal gespannt, ob da mal eins dabei ist, was ich noch nicht kenne, was self-aware ist. Also ich kenne da zum Beispiel noch Belugas, Delfine, es gibt neukaledonische Krähen, Schweine. Dies, das. Also welche Tiere können das noch? Schreibt es mal unten rein, das würde mich wirklich mal interessieren. Darüber würde ich wirklich gerne nochmal ein Video machen. Das finde ich ein extrem spannendes, sehr, sehr spannenden Part in der Biologie. And observing whether the animal reacts in a manner consistent with it being aware that the dye is... Also Haie können das nicht, leider. Soweit wir wissen. Verdammt. ...located on its own body. Such behavior might include turning and adjusting the body in order to better view the marking in the mirror. Wenn's nur nicht in Gefangenschaft wäre, gell? And the orcas in the study not only noticed the markings, but seemed to be completely fixated on them. They had spent time in front of mirrors before, but with the markings seemed to not be able to look away. They blew bubbles at their reflection, bobbed their head, and stuck their tongue out. And all these behaviors were unusually frequent and lasted longer than at any time before the markings were placed. While this is not necessarily a sign of consciousness as we know it, it is not unreasonable to think that the orca mind works a lot like ours, and that they are capable of high-level thinking and feeling, and can perceive the vast complexity of the world they live in. A highly intelligent, dominant social species, where the young are taught difficult lessons over many years and where family takes care of each other, it's hard to... Ein Leben lang und ein Leben eines Orcas in der freien Natur kann über 100 Jahre dauern. Das älteste bekannte Orca-Weibchen war über 110 Jahre. Orca-Menschen bleiben ein Leben lang bei ihrer Mutter. Das kann auch über 80 Jahre sein. Ein Familienzusammenhalt, der enger ist als bei jedem anderen Tier, das ich kenne. Und dann gibt es Menschen, die separieren, fangen, einsperren und leiden lassen. Es geht mir nicht in den Kopf, wenn man das doch über Orcas weiß. Wie kann man das dann tun? Unmöglich. Ich sehe mehr als eine Reflexion unserer selbst, als ein ebenbürtiges Spiegelbild. Ich sehe in Orcas so viel mehr. Ich glaube, sie sind intelligent. Ja, sie bauen jetzt keine Raketen und so, ne? Aber und fliegen auch nicht mit Rovern auf den Mars. Aber so wie sie sind, und ich hoffe, dass ich das mit meinen Orca-Wochen und diesem YouTube-Beitrag, dass ich dazu beitragen kann, dass ihr die genauso seht wie ich. Dass es einfach die geilsten Tiere auf diesem Planeten sind und dass wir uns schämen sollten, dass wir die einsperren. Though we diverged from the orcas many millions of years ago, they may be our closest counterpart in the way we both experience this world. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ich habe jetzt, guck mal, die großen Menschenaffen-Serie kommt noch, besucht und irgendwie fühle ich mich den Orcas näher als den Menschenaffen. Es liegt vielleicht daran, was ich über sie weiß und in den ganz vielen letzten 20 Jahren über sie gelernt haben, aber... The more we observe the orca world, the more the incredible complexity of their lives becomes clear to us. Ja. And at every turn, researchers seem to be discovering an orca behavior even more mind-blowing than the last. Oh, recently, yeah. Another orca behavior started to be revealed and was also caught on film. Bin gespannt, ob ich's orcas kenne. Are notorious for working together with other orcas. But now they've been caught on camera not just working with their own pods, but with a completely different species, the humpback whale. What is sometimes their prey, humpback whales are now acting as their partner in some areas. Und man darf nicht vergessen, in anderen Areas, werden wir in der Orca-Serie auch sehen, essen die halt Humpback Whales. Und in Norwegen arbeiten sie mit denen zusammen. Was geil ist. As they help each other in hunting shoals of herring. Boah, Alter, diese Drohnenaufnahmen. Verdammte Scheiße. Guckt euch das mal an. Norwegischer Fjord, das Dunkle hier sind alles Heringe. Hier haben wir zwei Humpies, Möwen und hier schon die Orcas, die rumdüdeln. Boah.
It's a behavior that has to be seen to be believed. Ich muss immer wieder Kudos zur Macherin dieses Science-Kanals. Ich liebe ihn. Ich gucke mir so gerne Videos an bei ihr. Also es ist einfach der Hammer. Geht rein, like das, lasst ihr einen schönen Kommentar da. Ich finde es einfach, das ist, da steckt so viel Liebe. So viel, guck mal hier, Stephanie Salmon. Ist die eigentlich auf Instagram? Mal gucken. Stephanie Salmon. Da hat sie bestimmt auch hier. Da hat sie es doch. Patreon hat sie auch, Instagram, zack, hier, geh mal rein, guck mal, was passiert. Bin ich angemeldet? Weiß ich gar nicht. Da, so, cool. Cool, was sie macht. Echt, finde ich richtig, richtig geil. Guck mal, wie jung die noch ist und schon so hart am Start. Hat meinen härtesten Respekt. Echt, echt geil.